Anime-News der Woche mit ernüchternden Nachrichten für alle Attack on Titan-Fans, spannenden News vom Streaming-Anbieter Netflix und einem Starttermin zum Jujutsu Kaisen Prequel Movie Zero. Mit freundlicher Unterstützung von Square Enix verschenke ich auf Twitter und Instagram je ein fettes Fanpaket zu Final Fantasy VII Remake Integrate. Enthalten ist das Game plus Steelbook, ein Polygonfigurenset, der Soundtrack sowie eine spezielle Musicbox. Die Links zu meinen Social Media Seiten gibt's in der Infobox. Ich lege die Karten bzw. Themen auf den Tisch und starte durch mit den wichtigsten Anime-News der Woche. Der Verlag Kadokawa enthüllte letzte Woche ein neues Multimedia-Projekt namens Highcard. Geplant sind Manga, Romane und auch ein Anime-Ableger, der im Conan-Studio TMS Entertainment entstehen wird. Wie der Name bereits vermuten lässt, dreht sich bei Highcard alles um das Kartenspiel Poker und stützt sich auf eine Idee vom Kakegurui-Mangaka Homura Kawamoto. Wann die Karten ausgeteilt werden, ist noch nicht bekannt. Auch heute werfen wir, wie gewohnt, einen Blick auf die anstehende Anime-Summer-Season und machen einen Abstecher zum Strand. Auf der offiziellen Webseite des Animes The Aquatope on White Sand gab man nämlich mit dem 8. Juli den Starttermin des PA-Work-Titels bekannt. Die Geschichte rückt zwei Mädchen in den Fokus, die in einem Aquarium auf Okinawa auf ein Wunder stoßen. Von zwei Mädels nun zu zwei Jungs. Letzte Woche wurde ein Starttermin des Isekai-Animes Serie Gensoki enthüllt. Demnach startet die Serie vom bereits erwähnten Studio TMS Entertainment am 5. Juli im japanischen Fernsehen. Die Geschichte handelt von den Kindheitsfreunden Haruto und Ryo, deren Erinnerungen und Persönlichkeiten verschmelzen. Angesiedelt ist der Anime, getreu dem Genre, natürlich in einer Fantasy-Welt. Serie Gensoki. Auf der offiziellen Webseite zur Anime-Serie Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story wurde letzte Woche bekannt gegeben, dass die zweite Staffel im Sommer dieses Jahres ihre Premiere feiern soll. Season 1 zählt 13 Episoden und basiert auf einem Videospielableger zur Urserie. In Deutschland gibt es den Titel online bei Wakanim zu sehen, während Peppermint Anime eine Disc-Auskopplung plant. Manchmal machen es mir die japanischen Kollegen in meiner Berichterstattung nicht gerade leicht. Denn anstatt einen Trailer zum kommenden Anime The Case Study of Vanitas zu veröffentlichen, enthüllte man gleich 6 kurze Teaser. Wir haben natürlich keine Mühen gescheut und alle Clips zusammengetragen, um euch hier einen Zusammenschnitt zu präsentieren. Die Serie startet am 2. Juli und handelt von einem Vampir, der sich in Paris auf die Suche nach dem namensgebenden Buch Vanitas macht. Von Vampiren nun zu Dämonen. Ein Artikel der japanischen Yahoo-Variante sorgte in den letzten Tagen für Gesprächsstoff unter den Demon Slayer-Fans. Denn laut besagtem Webseitenbeitrag soll die Fortsetzung, die den Entertainment District Arc adaptiert, möglicherweise im Herbst dieses Jahres, also zur Fall Season im Oktober, debütieren. Und zwar bei Fuji TV, nachdem die 26-teilige Vorgängerstaffel noch bei Tokyo MX gezeigt wurde. Offiziell bestätigt ist jedoch weder die Sendestation noch der Starttermin. Ich bleib für euch dran. Antara,
Nach den Sommer- und Herbstankündigungen machen wir nun einen großen Sprung in den Winter, genauer gesagt zu Heiligabend. Der Grund für die verfrühte Bescherung ist der Start des Jujutsu Kaisen Prequel Movie Zero. Auf Twitter gab man nämlich nun bekannt, dass der Film am 24.12. dieses Jahres in den japanischen Kinos anläuft. Die TV-Serie könnt ihr euch in Deutschland wahlweise mit deutscher oder japanischer Synchro bei Crunchyroll anschauen. Wie bereits berichtet, startet am 17. Juni die Anime-Adaption des 2017er Mangas Record of Ragnarök bei Netflix. Kurz vor der Premiere wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, aus dem ich euch ein paar Ausschnitte zeigen möchte. Darum geht's. Bei einer Versammlung beschließen die Götter kurzerhand die Vernichtung der Menschheit. Im Rahmen eines Turniers soll nun über das Schicksal der Erdenbewohner entschieden werden. 13 Menschen steigen gegen 13 Gottheiten in den Ring, um das Fortbestehen der Weltbevölkerung zu erkämpfen. In meinen letztwöchigen News berichtete ich darüber, dass uns Juni-Juli übergreifend 16 neue Anime-Serien und Filme bei Netflix erwarten. Ich verlinke euch das Video nochmal in der Beschreibung. Nun wurde ein weiterer Zugang kommuniziert. Passend zu den sommerlichen Temperaturen dürft ihr ab dem 1.7. mit den Jungs von Free planschen, denn die beiden Compilation-Filme Free Timeless Medley schaffen ebenfalls den Sprung in den Netflix-Katalog bzw. ins Becken. Mit Free Starting Days steht übrigens auch der Prequel-Movie zum Franchise beim VOD-Anbieter zum Abruf bereit. Die drei Anime-TV-Staffeln könnt ihr euch ebenfalls bei Netflix ansehen. Nachdem man das Angebot noch diese Woche um gleich 4 klassische Gundam-Filme aufstockt, gab Netflix nun bekannt, dass man sich auch die Lizenz am Mobile Suit Filmableger Hathaway sichern konnte und diesen demnächst zum Abruf bereitstellen wird. Der Film debütierte im Mai dieses Jahres in den japanischen Kinos und stellt den ersten Part einer neuen Trilogie dar. Wie gewohnt entstand der Movie im Anime-Studio Sunrise. Senko no Hathaway. Nachdem Netflix bereits vor einigen Monaten bekannt gab, dass man sich die Lizenz am Shaman King Reboot sichern konnte, wurde die Serie nun auch mit einem konkreten Starttermin ausgestattet. Nach der japanischen TV-Premiere im April bereichert die 52-teilige Neuauflage des Klassikers ab dem 9. August den weltweiten Netflix-Katalog. Vermutlich wird die Serie wie gewohnt auch mit einer deutschen Synchro ausgestattet. Shaman King. Und auch die Anime-Adaption des Hiromashima-Mangas Eden Zero darf sich nun über einen Release-Termin beim Streaming-Riesen freuen. Die Umsetzung der bislang 14-teiligen Manga-Vorlage soll in Summe 25 Episoden zählen und ab dem 26. August dann auch weltweit bei Netflix verfügbar sein. Vermutlich jedoch nur die erste Hälfte der Serie. Der zugrunde liegende Manga erscheint in Deutschland beim Carlsen Verlag. Im Rahmen der sogenannten Geeked Week kündigte Netflix 3 neue Anime an, die sich derzeit in der Produktion befinden. Bei Exception und Make My Day handelt es sich um 2 Original-Anime, während sich der Titel Bright Samurai Soul als Spin-off zum Netflix-Film Bright versteht. Release-Termine gibt es noch nicht. Damit aber noch nicht genug der Netflix-Anime-Ankündigungen, denn der Streaming-Dienst legt ordentlich nach. In Kooperation mit dem Anime-Studio WIT, bekannt durch Titel wie Attack on Titan oder Great Pretender, und der berühmten Mangaka-Gruppe Clamp, arbeitet Netflix derzeit an einem Anime-Projekt, das auf den Märchen der Gebrüder Grimm basiert. Clamp, die man zum Beispiel durch Cardcaptor Sakura kennt, hat in Summe 20 Charaktere für die Neuinterpretation der Grimm-Vorlage entworfen, die unter anderem mit Horrorelementen aufwarten wird. Einen Starttermin gibt es noch nicht. Und auch das Studio Bones verewigt sich erneut im Netflix-Katalog, nachdem man ja erst, ganz aktuell, mit Godzilla Singular Point sprichwörtlich große Fußstapfen hinterließ.
So gab Netflix bekannt, dass das renommierte Studio für die Anime-Adaption des Mark Miller-Comics Super Crooks verantwortlich zeichnet. In insgesamt 13 Episoden begleiten wir Protagonist und Superschurke Johnny Bolt bei seinem letzten großen Coup. Wann's losgeht, ist noch unklar. Ein neues Poster enthüllte man auch zum Zeitreise-Badehaus-Spaß Thermae Romae Novae. Schöpfer der Urmanga-Serie Mari Yamazaki kreiert neue episodische Geschichten, die die Originalserie aus dem Jahre 2008 anreichern werden. Wann, ist noch ein Geheimnis. Zuletzt kommen wir noch zum Witcher-Standalone-Prequel-Feature Nightmare of the Wolf. Dabei handelt es sich streng genommen um keinen Anime, da die 2D-Serie im koreanischen Studio Mir entsteht, das man zum Beispiel durch The Legend of Korra kennt. Im Rahmen eines Livestreams aus Tokio, der von Netflix-Anime-Producer Kohei Obara gehostet wurde, riss man das Witcher-Spin-Off, ähnlich wie die drei eben erwähnten Titel, erneut an. Wirklich neue Infos gab's jedoch nicht. Ich gehe jedoch davon aus, dass der Film noch dieses Jahr zum Abruf bereitstehen wird. Morgen, am 17. Juni, erscheint in Deutschland mit dem Titel Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt die Anime-Variante einer der wohl beliebtesten Isekai-Titel der vergangenen Jahre. Der Anbieter Kazee stellt das erste Volume der 24-teiligen ersten Staffel wie gewohnt auf DVD und Blu-ray in die Regale und stattet den Titel mit einem Sammelschuber, zahlreichen Extras und natürlich auch mit einer deutschen Synchro aus. Diese steht euch bereits beim Streaming-Anbieter Crunchyroll zur Verfügung. Vor einigen Tagen gab Attack on Titan-Manga-Redakteur Shintaro Kawakubo in einem TV-Interview interessante Fakten zum AOT-Franchise bekannt. So wurde der Japaner unter anderem nach einer möglichen Fortsetzung befragt. Die Antwort fiel ernüchternd, aber gleichzeitig wenig überraschend aus. So gibt es keine Pläne für ein Sequel. Kawakubo-san bestätigte in dem Interview erneut den bedenklichen Gesundheitszustand des AOT-Mangaka Hajime Isayama, der sich während seiner langjährigen Arbeit völlig verausgabt hat und deshalb dem Wunsch vieler Fans nach einem Sequel nicht nachkommen kann. Man bitte um Verzeihung. Dass sich ein 35-jähriger Künstler kaputt arbeitet, ist meiner Meinung nach schon sehr bedenklich und rückt die Arbeitsbedingungen und den Leistungsdruck in Japan erneut in ein schlechtes Licht. Dass man sich dafür entschuldigt, vor lauter Erschöpfung nicht mehr arbeiten zu können, finde ich jedoch noch viel bedenklicher. Auf diesem Wege nur die besten Wünsche an Isayama-san. Der Attack on Titan-Manga endete im April dieses Jahres mit Kapitel 139. Der letzte Manga-Band erschien vergangene Woche in Japan, während sich deutsche Fans noch bis Ende des Jahres gedulden müssen. Das waren die Anime-News der Woche in der Zusammenfassung. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und diskutiert mit mir über die Themen der Woche in den Kommentaren. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen.